jetzt laufen wir dem voll in die Falle. Wie fair sind Schweizerinnen und Schweizer wirklich? Das wollten wir mit diesem Experiment herausfinden. Aus diesem Grund haben wir im Internet, aber auch auf ganz vielen Anschlagbrettern, folgende Anzeige geschaltet. Ich putze gerne bei Ihnen für 5 Franken pro Stunde. Viel Erfahrung. Und auch andere Arbeiten möglich? Wäsche waschen oder Gartenarbeit? Wieso redest du es plötzlich anders? Weil wir während der Recherche gemerkt haben, dass es leider anders nicht geht. Damit wir jetzt möglichst viel Resonanz auf unsere Inserate bekommen, die wir geschaltet haben, haben wir den Preis immer zwischen 5 und 15 Franken angesetzt. Immer unter dem Minimallohn, den der Gesamtarbeitsvertrag für Putzkräfte in Zürich vorsieht. Und natürlich bar. Also schwarz. Hallo. Ich suche nach einer Putzhilfe für meine Wohnung, wenn ihr so zweimal im Monat putzen wollt. Wollen Sie morgen kommen, ja? Können Sie? Ja. Und plötzlich ist es nicht mehr nur ums Putzen, sondern auch um andere Dienstleistungen gegangen. Aber Sie haben eine extrem charmante Stimme. Ich weiß nicht, ob ich Sie alles fragen kann. Was möchten Sie dann fragen? Aber bitte nicht falsch verstehen, okay? Wenn ich viel mehr bezahlen würde, wir sind bereit, auch viel mehr zu machen. Mehr als nur Putzhilfe. Ich muss sie mal putzen. Nimmst du den Kübel mit, ja. Den Besen, und dann komme ich dann nach. Grüezi. Hallo, guten Tag. Darf ich mich etwas fragen? Tut das leid, kann niemand putzen. Wie viel? Wir machen eine Recherche darüber. Wie kommen Sie auf die Idee, jemanden anzustellen für 10 Franken in der Stunde? Putzkraft. Ich hätte doch nie nur 10 Franken gezahlt. Wenn Sie es anbieten mit 15 Franken, dann sage ich nicht nein. Also 15 Franken, das wäre jetzt der Deal gewesen, mehr oder weniger. Wir sind nicht darauf geeinigt. 15 Franken, okay für Sie. Ja, das ist perfekt. Stellen Sie sich vor, wie soll jemand leben davon von 15 Franken in der Stunde? Ja, schwierig. Ich habe mich auch kurz darüber gewundert, aber ich dachte mir, wenn das so angeboten wird, dann... Willst du für den Logo schaffen? Nee, natürlich nicht. Und, nicht zu vergessen, unser Massageguru, dem haben wir dann natürlich auch noch einen Besuch abgestattet. Entschuldigung, darf man Sie schon etwas fragen? Ja, Entschuldigung. Sie engagieren eine Putzfrau im Internet und eine Massage soll es noch oben drauf geben, oder? Wie soll das genau funktionieren? Funktioniert so in das. Hat am Telefon anders stehen? Haben Sie zu Hause einen Massagetisch? Das habe ich nicht. Sind Sie ganz gut? Ja, Rückenprobleme. Ja, Rückenprobleme. Ah, ja. Also haben Sie Rückenschmerzen? Nein, das habe ich nicht. Wir wissen beide, dass es nicht um das geht. Ja, das ist gut. Nein, das ist gut. Können Sie mich bitte wieder rausgehen? Aber ich wäre froh, wenn ich wirklich rausgehe. Danke vielmals. Ich wünsche Ihnen ein schönes Leben. Hast du gesehen? Hat die Tür zugehebt? Hat Silvia gerade wieder da abgehalten? Haben wir noch mal Glück gehabt, dass sie überhaupt hat wieder rauskommen konnte von diesem verdammten Schlawiner hier? Fairness ist eine Entscheidung. Handel auch du fair und mach mit beim February. Fair ist eine Entscheidung. Probier es auch du im February mit Max Havela. Entschuldigung.